Na gut, eben auf rechts. Oh ja. Ui. Ach das. Ja, stimmt, du hast recht. Wo ist denn der schon wieder? Na wer, wen meinst du? Na der Kapellmeister. Ach so, der Alte, ach so, der. Ja, vielleicht kommt er ja heute nicht. Oder er kommt wieder mal zu spät. Weißt eh, so wie immer. Ja, der ist ja eigentlich auch gar kein richtiger Kapellmeister. Wieso? Wie meinst du das jetzt? Na, der ist nur durch Projektion zum Musikverein gekommen. Der versteht ja gar nichts von Musik eigentlich. Ach so, meinst du? Ja, hast eh recht, stimmt. Man, komisch ist auch, der letzten Bob hat er was vom Rhythmus erzählt und dass der nicht bei uns ist. Ich hab gar nicht gewusst, dass der mit uns mitspielt. Kennst du den Rhythmus? Nein, den hab ich noch nie gesehen, ich weiß nicht. Nein, das ist auch nicht da, weil wir heute sind nur wie zwei da, gell? Also vielleicht kommt er nächste Woche, nicht? Schauen wir mal. Was ist denn? Was schaust du aufs Handy? Ja, der Kapellmeister hat gerade geschrieben, er kommt halt nicht. Na super. Toi. Na dann brauchen wir halt ohne Ärm. Will man halt irgendwas. Ja und was? Na das Stickel vom letzten Mal. Na gut, dann spielen wir die Forelle von Franz Schubert. Erkennst du ihn, Franz Schubert? Nein, wieso? Na, du musst ihn doch kennen, der ist mit dir verwandt, der heißt ja auch Franz. Ah, du bist der Bluser. So schlecht. Ja, stimmt. Ohne Wackel spielen wir immer besser, oder? Weil der stört ja nur mit dem, wenn er in der Luft umwackelt, gell? Ja, eigentlich schon. Du, erst kennst du schon den Witz, wo ein Kapellmeister mit einem Strick in den Wald geht? Nein, kenn ich nicht. Wie geht denn der? Ich kenn ihn auch nicht, aber er fängt einmal gut an. Aber ich kenn da auch einen guten Kapellmeister-Witz. Na, dann erzähl einmal. Preisfrage, was ist das Idealgewicht eines Kapellmeisters? Weiß ich nicht. 1,5 Kilogramm mit Urne. Der ist gut, ja. Aber du hörst, letzte Woche, da haben wir ein super Stickel gespielt. Ein super Stickel? Ah, ich weiß schon, das, wo wir das große Solo haben, wie zwar, gell? Meinst du das? Ja, genau das meine ich. Schau mal, ob du die Noten findest. Moment. Ah, warte. Ich hab's schon gefunden. Schau, das sind so super Solo. Das spielen wir jetzt einmal. Aber ja.
super Stickel. Du hast recht, das ist so super über Affen, hyper drüber geil, das ist ein wahnsinniger Stickel, gell? Du, ich glaube, was ich mich da erinnern kann, die Klarinetten, die haben da ganz so eine lustige Nebenmelodie. Nebenmelodie? Ah ja, weißt schon wieder. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Dann gegen unser Solo, natürlich kann es nichts, aber. Naja, dann werde ich da, probier mal. Spiel du die Nebenmelodie und ich spiele unser Solo. Schauen wir mal, was da rauskommt. So schlecht eigentlich, aber ohne unser Solo war das ganze Stickel eigentlich nichts. Das Stickel, die Carmen, die lebt von unserem Solo, okay? Ohne dem hätte ich keinen Bass, scheiße ich auf Nebenmelodie, genau. Aber jetzt haben wir so viel probt, jetzt kommt man auch mit Ringen, oder? Ja, ist eine gute Idee. Erst jetzt da, der aber mal gern was fetzig spielen. Was fetzig? Was meinst du? So mit einem so einem Rocking Bass so du, irgend sowas da? Na ja, warum nicht? Ja, das war halt eigentlich ganz cool. Hast du da was? Ja, da habe ich letztens in der zwischen 1 und 2 in der Früh was arrangiert. Warte mal, ich muss einmal schauen. Kennst du das? Brauner Bär, kennst du das? Sagst du, bist jetzt jung dafür. Aber, ja, wie das halt so ist. Ja, sagt mir jetzt damit nichts, aber schauen wir mal. Erst du Trottel, was liegst du denn beim Spülen? Ja, das kann ich die Noten nicht lesen. Mann, du bist ein Trottel. Thank you.
Na, das ist ja eigentlich ganz gut. Da hast du was Gutes einfallen lassen. Aber Luft habe ich jetzt auch viel gebraucht. Ja, das könnte man mal in alten Vorschlag, dass wir das einmal spielen, wenn wir wieder ein bisschen mehr sind, oder? Was kann man nachspielen? Ja, mir fällt da eigentlich schon was. Welche Stickel meinst du denn da? Die Rosalinde. Rosalinde? Meine kenne Rosalinde kenne, die singt, glaube ich, aber Rosalinde habe ich noch nie gehört. Spiel mal zwei Takte vor, wie geht denn das? Du bist ein Blutzer, das heißt Rosamunde, nicht Rosalinde, du. Ja, klingt nicht so schlecht, ne? Dann spielen wir es einmal. Rosalinde ist wirklich ein super Stückle. Das heißt Rosamunde, heißt. Aber schauen wir auf die Uhr, wie spät ist es? Ist schon 10? Ja. Wir haben mich die Wüden berobt, ich glaube. Vielleicht reicht es. Was sollen wir jetzt machen? Gehen wir zum Wirten, ne? Gehen wir zum Wirten. Oder zum Hering, genau. Das ist eine gute Idee. Spieltanz, wir die Wüden, Austrager haben es nicht. Gut, ich glaube, man hat so einen Ablauf gehört, wie es zugeht bei einer Musikprobe am Mittwoch. Prost, ja, ganz wichtig. Danke für den Auftritt, gell? Und noch einen Sonderapplaus. Der Pepe und der Franz, nicht? Habe ich das richtig? Gut. Ja, ja.